Ich darf Sie begrüßen bei Unterstrom. Bei uns geht es um spannende Menschen, die Teil der Energiewende sind und uns erklären, wie sie die Energiezukunft mitgestalten. Ganz besonders freut es mich jetzt, bei uns begrüßen zu dürfen, Valerie Bernhardt. Sie ist Innovation Managerin beim Innovation Lab der Illwerke VKW. Schön, dich hier zu haben. Hallo Isabella, danke für die Einladung. Gleich zu Beginn die Frage an dich, Valerie. Innovation Lab der Illwerke VKW, was ist das genau? Wir, also das Innovation Lab der Illwerke VKW, sind eine kleine Einheit, ein eigenes Team, das den Auftrag hat, Ideen zu finden, diese zu Geschäftsmodellen zu entwickeln und diese Geschäftsmodellideen dann sogenannten Markttests durchlaufen zu lassen. Das heißt, wir testen die Nachfrage am Markt ab, ob eben Interesse besteht, diese Produkte, Dienstleistungen nachzufragen. Ist dies der Fall, so wandern diese Produktideen ins Produktportfolio der VKW und somit sehen wir uns als Impulsgeber für Illwerke VKW, um eben den Wandel vom Energieversorger hin zum Energiedienstleister mitzugestalten. Gib uns vielleicht einmal ein kurzes Beispiel eines solchen Projekts. Ein Beispiel für unser breit angelegter Markttest war unser Pilotprojekt Stromify in 2017. Hier haben wir einfach mit 4 Kundeninterviews, Informationsveranstaltungen, Vor-Ort-Terminen die Nachfrage nach einer Produktidee abgetestet. Und worum ging es da genau? Bei Stromify ging es darum, wir wollten für unsere Kundengruppe Prosumer sind die Kunden, die Energie produzieren und auch Energie beziehen, abtesten, ob sie bei uns gewisse Produkte, sei es Stromspeicher, virtuelle Speichermöglichkeiten oder auch Energiemanagementsysteme eben kaufen. Und da hatten wir eben viele offene Fragen und das haben wir im Rahmen eines solchen Markttests abgetestet. Und der war dann so erfolgreich, dass wir eben aus der 80%-Lösung eine 100%-Lösung gemacht haben, Produkte, Dienstleistungen ins Leben gerufen haben und sogar ein eigenes VKW-Photovoltaik-Team gegründet haben. Und wie geht ihr beim Innovation Lab jetzt mit diesen Markttests vor? Wie funktioniert das? Damit überhaupt ein solcher Markttest durchgeführt werden kann, braucht es erstmal eine Produktidee, die sehr vielversprechend klingen muss. Das heißt, es müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Und dann geben wir dieser Idee erstmal Detailtiefe. Das heißt, wir schauen uns den Markt an, den Wettbewerb, die Zielgruppe eben. Und so formen wir ein Konzept. Also aus der Idee wird erst ein Konzept geformt. Und dann ist ganz wichtig, dass wir eben die Chance am Markt abtesten. Wir überlegen uns dann, wie wir das machen wollen, sei es eben, indem wir eine Landingpage bauen, wo die Kunden das Produkt wirklich bestellen können, anfragen können oder mittels Fokusgruppen, Kundeninterviews oder dergleichen. Und dann führen wir diesen Markttest durch, werten ihn aus und entscheiden dann, wird aus dieser 80%-Lösung eben ein Produkt, eine Dienstleistung bei Illwerke VKW oder landet es in der Schublade. Zu dir persönlich ganz kurz, Valerie. Was ist dein persönlicher Werdegang? Wie wird man Innovation Managerin? Ich bin in Oberschwaben aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht und dann erst meine Ausbildung zur Industriekauffrau beim dortigen regionalen Energieversorger absolviert. Und die Themen haben mich dann eben total begeistert, also alles rund um Energie, sodass ich dann Energiewirtschaft in Biberach studiert habe. Und im Rahmen eines Praxissemesters bin ich dann zur VKW-Flotte gekommen und war erst mal dort ein halbes Jahr im Produktmanagement. Und der Sprung von der Flotte zum Innovation Lab, wie hat der funktioniert? Das war eigentlich ganz interessant. Als ich eben die Bachelorarbeit dann geschrieben habe, also am Ende vom Studium war, habe ich mein Netzwerk bei der VKW wieder aktiviert, weil es mir dort eben gut gefallen hat. Und dann hieß es, es wird jetzt so ein Innovation Lab gegründet. Und die Aufgabe klang total spannend und somit habe ich die Herausforderung dann angenommen. Also du bist seit der ersten Stunde dabei und es gefällt dir nach wie vor, oder? Jawohl, auf jeden Fall. Also mir gefällt es sehr gut, weil eben unser Aufgabenspektrum sehr breit ist. Wir haben im Rahmen von diesen Markttests echt verschiedene Dinge zu tun, sei es Umfeldanalysen, sei es Recherchearbeiten, dann eben die Planung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten bis dann zur Durchführung, Auswertung. Und das ist sehr breit und jeden Tag eben auf abwechslungsreich. Also man kann auch sehr kreativ sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Liebe Valerie, du hast uns auch noch einen Gegenstand mitgebracht. Mhm. In welcher Verbindung steht der mit deiner täglichen Arbeit?
Die Glühbirne habe ich drum ausgewählt oder die steht auch wirklich bei mir auf dem Schreibtisch, weil sie eigentlich ein Symbol für Fortschritt ist, sowohl in der Vergangenheit als auch heute in der Gegenwart. Früher, als elektrische Energie erfunden wurde, gab es mit der Glühbirne dann auf einmal Licht, also es ging ein Licht auf und heute steht sie, finde ich, für Ideen, Impulse, Neues, Kreativität, spiegelt sich auch in unserem Logo wieder und ist eben das tägliche Doing bei uns. Muss man denn, um Teil des Innovation Labs zu werden, auch Energiewirtschaft studiert haben, so wie du? Muss man nicht. Wichtig ist bei uns eigentlich, dass wir sehr breit aufgestellt sind, dass wir die Aufgaben, die wir haben, aus verschiedenen Blickwinkeln oder Perspektiven anschauen können. Und bei uns derzeit haben wir einen Techniker, wir haben jemanden, der sich sehr gut in agilen Projektmanagementmethoden auskennt, wir haben jemanden, wo sich im Marketing auskennt. Ich bringe das energiewirtschaftliche Know-how mit und das ergänzt sich super. Okay, und welche Kenntnisse oder Eigenschaften sollte man haben, wenn man von eurem Team ein Teil werden möchte? Dann ist es eigentlich meiner Meinung nach ganz wichtig, dass man eine Portion Neugier hat, Offenheit, Kreativität. Man sollte eben solche Fachwörter wie Design Thinking oder Lean Startup kennen, weil das einfach die Methoden sind, mit der wir arbeiten. Ich denke, was auch gut ist, wenn man es hat, ist eine gute Frusttoleranz, weil es eben nicht jede Idee zum Markttest schafft, sondern auch früher schon mal wieder, verworfen wird. Und dann fängt man eigentlich immer wieder von vorne an. Das kann natürlich auch mal ein bisschen die Motivation rauben. Okay, also man muss auch mit Rückschlägen klarkommen können. Genau. Ich bin jetzt aber auch hängen geblieben bei Design Thinking. Kannst du uns das kurz im Detail erklären, worum geht es da? Mhm. Design Thinking ist eine Methode, bei der man Fragestellungen oder Themenstellungen kreativ löst. Und man folgt hier eigentlich auch einen total klar vorgegebenen Prozess. Man durchläuft da verschiedene Phasen. Zuallererst macht man sich immer Gedanken eben um die Zielgruppe. Wer ist meine Zielgruppe? Ich muss sie verstehen, ich muss sie analysieren. Das heißt herausfinden, was sind deren Probleme, Bedürfnisse. Und habe ich da mal so ein Gesamtbild geschaffen, dann geht man eigentlich einen Schritt weiter und generiert Ideen. Da kann man dann in das typische Ideen-Brainstorming gehen, dass man einfach mal aufschreibt, was fällt einem alles ein und versucht eben diese Probleme zu lösen. Und hat man dann diese Riesenliste an Ideen, dann wählt man meistens die vielversprechendsten aus, auf Basis von eben verschiedenen Kriterien. Und die schaffen es dann zu Prototypen und diese Prototypen werden dann mit Kunden getestet, um eben Feedback zu bekommen, Rückmeldungen, was gefällt mir gut, was nicht so gut. Und somit kann man diesen Prozess immer wieder durchlaufen, dass man einfach am Ende dann das bestmöglichste Ergebnis erzielt. Jetzt haben wir schon gehört, mit Rückschlägen muss man klarkommen. Mhm. Aber was war für dich das Highlight schlechthin bisher bei deiner Arbeit? Ich bin mittlerweile über 5 Jahre bei Illwerke VKW. Da gab es einige Highlights aus meiner Sicht. Zu Beginn eben dieses Pilotprojekt Stromify, von dem ich schon berichtet habe, weil das so auch der Sprung ins kalte Wasser für mich war als Berufseinsteiger und dann gleich voll drin war. Das war damals total faszinierend und begeisternd. Zudem vor kurzem haben die Maker Days stattgefunden. Das ist ein neues Innovationsformat, das wir ins Leben gerufen haben. Und wenn man dann nach 2 Tagen in die lächelnden Gesichter schaut von den Kollegen, Kolleginnen, dann hat mich das eben berührt. Das war somit für mich auch total begeisternd. Und sonst, was mir auch noch gut gefallen hat, war vor 4 Jahren sind wir das Oberfermundwerk 2 anschauen gegangen. Mein erstes Wasserkraftwerk auch mal live besichtigt, inklusive Staumauer. Und da eben nicht nur auf der Staumauer, sondern auch in der Staumauer mal gelaufen. Und das war eben ein sehr beeindruckendes Erlebnis für mich. Mhm, ganz kurz, Stichwort Maker Days. Was ist das genau? Genau, die Maker Days sind ein Workshop-Format, bei dem wir aktuelle Themenstellungen aus dem Unternehmen mit bunten Teams oder gemischten Teams bearbeiten. Das heißt, da kommen eben Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen zusammen, bringen ihr Know-how ein und bearbeiten diese Themenstellungen, sodass der Themengeber eben am Ende Antworten auf seine Fragen hat, Ideen hat, die er dann wieder in seinen Berufsalltag einbringen kann. Okay, und nochmal zurück zu den Wasserkraftwerken. Ist das ganz normal, dass da jeder Mitarbeiter von euch einfach mal, wenn er Lust und Laune hat, sich die Wasserkraftwerke anschauen kann? Oder wie kamst du dazu? Im Rahmen von Mitarbeiterinfotagen kann man das auf jeden Fall machen. Also neue Mitarbeiter
wird meistens die Bandbreite vom Unternehmen mal aufgezeigt. Dann kann man Besuche in Umspannwerke, Wasserkraftwerke oder Ähnliches machen. Und es steht jedem Team natürlich offen, im Rahmen von Betriebsausflügen auch die Wasserkraftwerke von der Illwerke VKW-Gruppe anzuschauen. Das ist ja generell für die Mitarbeiter, wird bei der Illwerke VKW sehr viel gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade auch im sportlichen Bereich habe ich da schon gehört, gibt es viele Vergünstigungen. Genau, mir gefällt eigentlich besonders gut, dass sie ihr Sportangebot anbieten oder Sportkurse, sei es Bouldern, sei es Yoga oder nächste Woche findet Fahrtechniktraining für E-Bikes statt. Das finde ich toll und das nehme ich gerne in Anspruch. Außerdem finde ich aber auch super, dass wir uns persönlich als auch fachlich weiterentwickeln können durch das Weiterbildungsprogramm. Da gibt es eben total viele Seminare und Kurse und da ist eigentlich auch für jeden was dabei. Also gerade beim Bouldern oder Yoga kann man sich ja mal mit den Kollegen auch anders austauschen, genau, als nur so im Arbeitsalltag. Das, jawohl, ist gut. Und weil es irgendwie so quasi schon zur Sendung gehört, auch an dich die Frage, sie lag schon. Wie schaut es mit der Kantine aus bei dir? Wir haben zwei sehr gute Betriebsrestaurants, da kann ich nur zustimmen. Da, ja, schmeckt es gut, da kann man sich auf jeden Fall sehr gut gehen lassen. Liebe Valerie, abschließend auch noch die Frage an dich. Was bedeutet für dich Energiezukunft? Energiezukunft bedeutet für mich in erster Linie, bewusst mit Energie umzugehen. Da kann ich auch als Privatperson schon ansetzen, also Energie nicht verschwenden, sondern bewusst einzusetzen. Und dann natürlich ist Energiezukunft für mich auch der Umbau vom Energiesystem hin auf regenerative Energiequellen, Energieträger, sodass wir eben gemeinsam die Energiezukunft meistern können. Vielen lieben Dank für den Besuch im Studio, es war sehr interessant. Danke dir.